Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Hamburg immer anders. Auch in diesem Jahr klopfte der Winter mit all seiner knackigen Kälte an die Tore der Hansestadt. Und nicht jeder hat einen muckeligen Schlafplatz oder eine Unterkunft für die kalte Jahreszeit. Doch die Notunterkünfte Hamburgs sind besonders stark überlaufen. Wir haben uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und natürlich noch mit so einigen mehr. Und welche Pfeile genau wir heute noch für euch im Köcher haben, verrät euch nun kurz und knapp der Themenüberblick. Wir haben das Bundesjugendballett bei einer Aufführung besucht und uns mit Tänzer und Leiter über Wesen und Bedeutung des Tanzes unterhalten. Große Containerschiffe brauchen im Hafen Manövrierhilfe. Wir haben Kapitän Steffen Köppel bei einem kompletten Schleppvorgang begleitet. Einen Tag lang hat uns André Rabe gezeigt, mit welchen Hilfsmitteln ein Blinder seine Aufgaben auf der Arbeit meistert und sich im urbanen Raum orientiert. Die Notunterkünfte für Obdachlose sind diesen Winter besonders stark überlaufen. Wir haben über die Hintergründe mit den Betroffenen gesprochen.